Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Haul und Unboxing hier bei den Space Bricks. Heute gibt es ganz viel rund um May the 4th, die ganzen Pakete, Bestellungen, die eingetrudelt sind. Plus, ich war ein paar Mal öfters im Lego Store, immer dienstlich oder nach der Uni, sodass ich da, glaube ich, drei oder viermal tatsächlich persönlich vorbeigekommen bin an verschiedenen Tagen und jeweils den Mindesteinkaufswert der Gratisbeigaben was mitgenommen habe. Schauen wir uns einfach erstmal die Einkäufe des Lego Stores an. Der erste Besuch war relativ unscheinbar oder unspektakulär, denn ich habe einfach viermal den Republic Fighter Tank gekauft. Ich bin ein großer Fan von diesem Set. Es gab natürlich auch die Gratisbeigaben, aber die habe ich tatsächlich schon in der Zwischenzeit bei eBay weiterverkauft. Das heißt, die sind nicht mehr da. Das war ja einmal die Todessternmünze und auch dann halt der Todesstern. Ich bin von diesem Set ein großer Fan. Das werdet ihr in diesem Video noch ein paar Mal öfters sehen tatsächlich. Auch im Unboxing. Ich habe es ein, zwei Mal online nochmal bestellt. Einfach aus dem Hintergrund, die Klone sind exklusiv in diesem Set. Das Set gibt es auch nur bei Lego. Und bei Aktionen wie zum Beispiel jetzt May the 4th mit doppelten VIP-Punkten und Gratisbeigaben lohnt es sich richtig, dieses Set zu kaufen. Und gerade Klone kann man in größeren Stückzahlen gebrauchen. Ich werde das Set nochmal bestimmt in einer Investmentfolge intensivst analysieren, weil es ist super auch fürs Lego-Investment geeignet. Und ich weiß noch nicht, was genau dann passieren wird. Ich hätte einerseits Lust, die Klonarmee zu vergrößern. Andererseits glaube ich, wäre das auch was Spannendes fürs Investmentdepot. Aber ich habe genügend Sets davon geholt, deshalb denke ich, da braucht man sich jetzt nicht irgendwie Gedanken machen. Dann haben wir noch einmal das Polybag, was übrig geblieben ist, das X-Wing Polybag und hier ein ganz, ganz cooler Pick-a-Brick-Becher, weil da kommt auch noch mal so ein kleines Video zum Thema Lego-Investment. An dem Tag musste ich sofort einkaufen, weil die hatten noch von Frozen diese Kristalle hier drinne, also diese Eiskristalle. Da habe ich leider nur einen Becher mitgenommen. Ich musste einen neuen kaufen. Ich habe gehofft, am nächsten Tag kriege ich noch mal mehr, aber da waren sie schon weg. Aber das schauen wir uns alles mal in einem anderen Video an. Einen schönen kleinen Pick-a-Brick-Becher. Dann war ich am 4. Mai nochmal im Lego Store und da waren die Todessternmünzen leider schon vergriffen. Aber halb so wild, ich finde, das Schönste ist eigentlich tatsächlich das Todesstern-Set als Gratisbeigabe. Schauen wir uns aber erstmal nochmal den Einkauf an. Wir haben nochmal drei Republic Fighter Tanks, die ich mitgenommen habe. Und dann habe ich noch zwei Brickheads genommen: einmal der Tusken Brickhead, der hat in der Sammlung tatsächlich noch gefehlt, und einmal die Ahsoka. Und damit bin ich, glaube ich, bei 155 Euro Star Wars Einkaufswert gewesen, habe relativ easy den Einkaufswert erreicht, um den Todesstern zu bekommen. Dann habe ich zwei coole Pick-a-Brick-Becher, halt fürs Lego-Investment-Projekt. Das werde ich, wie gesagt, in einem anderen Video nochmal intensiv beleuchten, diese drei Pick-a-Brick-Becher, und mal schauen, was bei rumkommt. Aber am allercoolsten finde ich diesen Todesstern. Schaut euch mal diese richtig schöne Gratisbeigabe an. Ich finde so das Artwork der Packung sieht grandios aus. Ich habe auch richtig Lust, den zu beleuchten, so wie jetzt im letzten Mock, was ich gerade baue, in dem gleichen Stil, also quasi Super Laserschüssel mit zwei, drei Laserdioden auszustatten, und das wird richtig genial aussehen. Vielleicht wird das sogar bei mir im Zimmer dann auch Studiohintergrund oder Nachtlampe. Schauen wir mal, wie es letztendlich wird. Ja, der nächste Einkauf am nächsten Tag, ich glaube freitags war ich auch nochmal da, 5. Mai, war dann auch nochmal knapp über den Mindesteinkaufswert. Wir haben wieder natürlich den Republic Fighter Tank. Also habe ich das Set jetzt, glaube ich, insgesamt 8-mal im Lego Store gekauft. Wie gesagt, was mit dem Set passiert, das weiß ich noch nicht genau. Dann haben wir einmal nochmal ein Set aus der Helmet Collection, und zwar Bush. Da freut sich bestimmt mein Vater drüber, wenn er einen weiteren Helm bauen darf und den in unserer Sammlung hinzufügen kann. Und wo ich mich richtig drüber freue, ist das kleine niedliche Set, die Helden von der Schlacht um Endor. Mit einmal Luke Skywalker, R2-D2, Lando, Wicket und dann natürlich Prinzessin Leia. Da freue ich mich richtig darauf, dieses kleine Set zu bauen, umzusetzen und dann auch vielleicht vorzustellen hier auf dem Kanal. Es ist ja eine schöne Star Wars-Neuheit. Natürlich dann wieder den Todesstern mitgenommen und den X-Wing als Polybag, also wieder nett die Gratisbeigaben mitgenommen. Und so kann man sich dann, finde ich, immer die exklusiven Sets gut querfinanzieren. Jetzt gibt es allerdings einen kleinen Cut, weil die ganzen Pakete der Online-Bestellung noch nicht alle eingetroffen sind. Und die werde ich in Ruhe beim zweiten Mal abfilmen und das dann zusammenschneiden. Ihr kriegt davon ja eigentlich gar nichts mit. Weiter geht's mit den May the 4th Online-Angeboten. Ich habe ein bisschen online bestellt und dann schauen wir uns mal die Bestellung einmal im Detail an. Ja, dann haben wir hier zwei Prime-Pakete einmal. Und zwar insgesamt dreimal das neue 501st Battle Pack. Da freue ich mich richtig darüber. Einmal für den Mock-Contest für die Gewinner, da ist es ja für den ersten Platz der Preis, damit ich das Paket endlich auch mal rausschicken kann.
und dann noch insgesamt zweimal für mich. Ich werde das jetzt auch demnächst mal reviewen und ich freue mich auch vor allem, dieses neue Battle Pack hier in meinem eigenen Mock verbauen zu können, denn da wird die 501. Legion nicht ganz dran unbeteiligt sein, zumindest bei dem Mock-Projekt. Da freue ich mich sehr darüber, dass ich das Set jetzt auch endlich habe. War bei Amazon für einen guten Preis zu haben, für 15 Euro. Das war ganz okay. Ja, aber demnächst will ich das sowieso ein paar Mal öfters holen. Schreibt mal in die Kommentare, wie oft ich dieses Set bestellen werde. Weiter geht's mit diesem Karton und der ist irgendwie nass oder ölig, keine Ahnung. Schauen wir mal rein. Na, das sieht aber in Ordnung aus. Wir haben hier zweimal Obi-Wans Jedi Starfighter. Der fehlte uns tatsächlich noch in der Sammlung. Da freue ich mich sehr darüber, dieses Set zu haben, denn ich sammle die Sets der 30-Euro-Kategorie. Und ein Commander Cody als Helm ist auch mit dabei. Gutes Angebot bei Amazon gewesen. Ich glaube irgendwie 30 oder 35% Rabatt. Und dann freue ich mich sehr darüber, das gute Stück in die Sammlung mit aufzunehmen. Und halt wie gesagt zweimal Obi-Wans Jedi Starfighter. Ich sammle alle Sets der 30-Euro-Kategorie. Ich glaube, ich mache mal gern mal ein Video dazu zu der Sammlung. Genauso sammle ich auch Battle Packs, also 15 bis 20-Euro-Kategorie an Sets. Außer jetzt dieses Duell-Set mit Darth Maul und Ahsoka, das zählt da nicht mit rein, aber die hier, die finde ich irgendwie alle cool, weil ich finde es einfach spannend zu sehen, wie Lego halt von Anfang an bis jetzt sich in einer Kategorie Set entwickelt hat, was da so passiert ist, ob das ungefähr gleich geblieben ist. Und das sind auch noch Sets, die kann man gut sammeln, die nehmen nicht viel Platz mit und sind auch nicht so teuer. Wir wollten mal alle original verpackten Sets sammeln, haben alles doppelt gekauft, das geht leider nicht mehr aus preistechnischen Gründen, auch platztechnischen Gründen. Und so ist dann viel bei Bricklink dann verkauft worden, was wir an doppelten Sachen da hatten. Und irgendwie wollte ich mich aber nicht von diesen 30 und 15 bis 20 Euro Sets trennen. Und deshalb freue ich mich, dass ich sie nach wie vor habe. Ich glaube, ich mache mal ein Video-Update, weil ich weiß auch gar nicht, wo noch die Lücken sind. Aber das schauen wir uns vielleicht in einem weiteren zukünftigen Video hier auf dem Kanal an. Dann haben wir hier eine kleinere Bricklink-Bestellung. Und da kommt bei mir besonders viel Freude auf. Bricklink-Bestellungen sind sowieso immer ein Traum. Für Unboxing ist eigentlich ja uninteressant, weil da gibt es nicht so Schönes zu zeigen. Finde ich zumindest. Oder oftmals, wenn ich nur Teile zeige, ist es ja langweilig für euch. Oder schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es vielleicht im Gegensatz spannend findet. Aber hier haben wir ein paar Torsi. Und zwar habe ich ein gutes Angebot bekommen. Obwohl ich weiß noch nicht, ob es so gut ist. Und zwar habe ich ganz viele Thanos-Köpfe und Helme bekommen. Für ganz, ganz kleines Geld. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, 24 Torsi bestellt. Die haben das Stück 50 oder 70 Cent gekostet. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die Figuren für 2,50 oder 3 Euro im Bricklink Store verkauft bekomme. Ich bin mal gespannt. Und eigentlich so bei den Thanos eher so ein bisschen pessimistisch. Aber das sind halt auch mal Sachen, die ich dann vielleicht in der Videoreihe Lego Investment mal aufgreifen kann. Ich muss ehrlich gestehen, so viele Fehlschläge oder überhaupt Fehlschläge im Lego Investment hatte ich noch nicht. Dass irgendwas mit Verlust oder so gelaufen ist, aber alles in der Zeit in der Playlist, da will ich euch jetzt hier nichts vorwegnehmen oder auch zu viel erzählen, falls es euch nicht interessiert. Weiter geht es mit einem kleinen süßen Paket vom Lego Online Shop. Ah, guck mal, das ist eigentlich, das ist wirklich das allercoolste Paket, wie du es von Lego direkt bekommen kannst. Nämlich nur so und nicht anders. Wir haben hier nämlich ein Paket nur mit den Gratisbeigaben und das liegt daran, dass ein Set noch nicht da ist, welches ich bestellt habe. Grundsätzlich Todesstern, habe ich mich schon drüber gefreut, die Minimünze, naja, ist auch okay. Und das Polybag vom X-Wing, auch auf jeden Fall eine coole Variation. Und was hier bei diesem Unboxing noch nicht dabei ist, ist die Razor Crest. Die habe ich tatsächlich bestellt, ich fand den Rabatt gut, 120 Euro Rabatt auf die 600 Euro. Dann nochmal doppelte VIP-Punkte plus diese Gratisbeigaben. Und da hat sich das für uns auf jeden Fall gelohnt, dieses Set mitzunehmen. Wer weiß, ob es vielleicht nochmal mit einem besseren Rabatt verkauft wird. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Vater sich sehr darüber freuen wird, dieses Set demnächst als UCS-Modell bauen zu dürfen. Und hier haben wir das letzte Paket für den heutigen Tag. Stammend aus dem Lego Online Shop. Und hier kommt doch schon wieder was richtig Cooles zum Vorschein. Ich finde die zwei so nebeneinander, das ist doch ein cooler Anblick. Sternzerstörer und Todesstern. Also ich muss sagen, der Anblick ist doch schon mal richtig cool.
dreimal den Republic Fighter Tank. Insgesamt habe ich ihn, glaube ich, 11-mal gekauft bei diesem Unboxing oder Haul. Dreimal nochmal online, weil ich habe schon zwei bestellt und mehr wollte ich nicht bestellen, weil das wird mir sonst storniert. Und einmal dann hier dieses Set. Und wie genial sieht denn bitte schön die Executor aus? Da muss man nochmal schauen, ob sie wirklich ihr Geld wert ist. Also mich hat es überzeugt als kleines, schönes Displaymodell. Passt, finde ich auch, glaube ich, cool, so im Nebulon B-Maßstab, wenn du die so nebeneinander stellst. Ich muss mir dieses Set nochmal im Detail anschauen. Freue mich wahnsinnig darauf, das vielleicht dann auch bei mir sogar bei mir im neuen Zimmer auf dem Sideboard zu stellen. Ich finde, das hat halt eine coole Größe und sieht sehr elegant umgesetzt aus. Wie es letztendlich ausschauen wird, muss man gucken. Todesstern will ich eigentlich auch bei mir ins Zimmer stellen. Also die zwei haben sehr großes Sideboard-Potenzial. Mal schauen. Und die restlichen Beigaben, alles, das kennen wir ja schon. Und hier sehen wir nochmal die coole Gesamtübersicht der Online-Käufe. Ich freue mich über sehr viele schöne Prequel-Sets, aber auch richtig tolle Original-Trilogie-Sets. Ich freue mich auf das Aufbauen. Wie gesagt, Republic Fighter Tanks, ich habe da jetzt einige gekauft. Ich weiß noch nicht, ob ich alle aufbauen werde oder ob ein Teil ins Investmentdepot kommt. Klonarmee muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen größer werden. Und ansonsten tolle Sets. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei diesem Unboxing Haul wie ich. Und ich freue mich einfach dann, euch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Haut rein. Ciao.